Vor ungefähr 6 Wochen haben wir unsere komplette Kinderpalliativstation umgebaut. Unter dem Eindruck, dass vielleicht bald viele Patienten mit einer Corona-Infektion zu uns kommen werden, haben wir die Station geteilt. Wir hatten 4 Betten für die Palliativpatienten, 4 Betten für Palliativpatienten, die eventuell an Covid-19 leiden, also mit einem Coronavirus infiziert sind. Mittlerweile sind wir geübt im Umgang mit dieser Bedrohung, die der Virus ist für all unsere schwerkranken Patienten. Aber natürlich stoppen die anderen Krankheiten nicht. Die fortschreitende Erkrankung bei unseren Patienten hört nicht auf. Sie leiden nach wie vor an Atemnot, Schmerzen und Krampfanfällen, sodass wir diese 4 Betten nicht einfach frei halten können. Wir haben uns deshalb entschieden, die ganze Station wieder zu öffnen für all unsere Patienten, damit wir ihnen jetzt helfen können und sie nicht leiden, weil wir uns vorbereiten für Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Aber wir können jederzeit wieder die Station teilen, wir können jederzeit Patienten aufnehmen, die potenziell mit einem Coronavirus infiziert sind. Wir können sie isolieren und Schwestern, Ärzte, das psychosoziale Team ist geübt im Umgang mit persönlicher Schutzkleidung und wir können uns um diese Patienten hier auf der Palliativstation kümmern. Was hat sich sonst noch getan in den letzten 4 bis 6 Wochen? Wir alle leben nur noch mit Masken. Wir laufen den ganzen Tag mit Masken rum, verschiedene Masken, solche normalen Masken, die meine Kollegin hier auch bei der Arbeit auf hat, aber auch FFP2 oder sogar FFP3 Masken und alle sind ein bisschen müder. Die Eltern sind müder, weil sie sich um ihre Kinder zu Hause häufig alleine kümmern müssen, weil Betreuungseinrichtungen weggefallen sind. Aber auch die Pflegenden, die Ärzte sind müder, weil Atmen durch diese Masken wirklich sehr, sehr anstrengend ist. Aber wir haben uns das nicht ausgesucht, sondern wir müssen das Beste draus machen. Und das Gute an dieser Krise ist, dass wir alle noch mehr zusammenwachsen, dass wir noch mehr erkennen, dass wir uns alle gegenseitig brauchen und dass die Gemeinschaft zählt und nicht das Individuum. Danke, dass Sie weiter an unserer Seite sind. Danke, dass Sie uns auch in dieser Zeit, die für Sie ja sicherlich auch nicht einfach ist, mit all den existenziellen Bedrohungen, dass Sie uns weiter unterstützen mit Ihren Spenden, mit Ihren Posts, mit Ihren E-Mails, mit Ihren Anrufen. Es wäre schön, wenn Sie das weiter fortsetzen können. Dankeschön.